So, nun darf ich euch ganz recht herzlich begrüßen zu meinem neuesten Abenteuer. Es ist zwar etwas spät im Jahr, wir haben Mitte November. Mein Plan ist es, die komplette Jurasteigrunde mit meinem Fahrrad zurückzulegen. Dabei werde ich in meiner Hängematte schlafen und einfach Spaß haben beim Fahrradfahren. Mein Bruder Leon hat damit dieses Jahr schon Deutschland durchquert. Ich denke, es sollte mich wirklich gut da durchbringen. Ja, ich habe nichts zu essen. Also, ich muss weiter. Wir sehen uns. So, es ist jetzt 3:45. Es hat leicht angefangen zu regnen. Ich habe noch weniger als eine Stunde Sonnenlicht. Obwohl es erst 3:45 ist. Ich muss es wohl noch nach Kalmünd schaffen, um was zu essen zu bekommen. Der Tag ist noch so früh. Ich glaube nicht, dass ich den Abend gut überlebe ohne Essen. Also, weiter geht's. So, guten Morgen. Ich habe die erste Nacht überlebt. Nachdem es am Abend noch geregnet hat, wurde es in der Nacht sternklar und es hat ein bisschen gefroren, wie man hier sieht. Mein Tarp ist komplett starr. Ja, aber ein Stück festes Eis. Ich konnte es gerade noch mit dem letzten Licht nach Kalmünd schaffen. Und hier mein Zelt im Dunkeln aufbauen. Eigentlich sehr gemütlich, aber doch gut kalt. Ich werde nun die Burg erklimmen. So, jetzt habe ich es geschafft, das Camp aufzulösen. Und das Tarp hat mir sehr zu schaffen gemacht. Da es steif gefroren ist, war es mir unmöglich, das in die Satteltasche zu bringen. 40 Minuten hat es gedauert. Und jetzt kann es losgehen. Ich muss mich anhalten. Oh Mann. Es ist einfach so anstrengend. Der ganze Weg ist extrem aufgeweicht. Und man kommt nur extrem mühsam voran. Was für ein Spaß. Ja. Ah ja, hier sind wir. An einem der schönsten Orte des Jurasteigs. Wirklich sehr schöne Wälder hier. Wunderschön. Jetzt bin ich hier gerade bei Kilometer 80. Ich denke mal kurz vor Kassel. Hier oben hat es wohl geschneit. Ja, ich denke, ich werde jetzt mal noch einkaufen gehen. Und dann das Camp aufbauen. So, hier der Morgen von Tag 3. Ich bin gerade aufgestanden, es war wieder eine sehr kalte Nacht. Auch wenn es irgendwie nicht so aussieht, als hätte es so sehr gefroren. Ich habe hier kurz nach Kassel neben einem Rotwildgehege mein Lager aufgeschlagen. Es ist jetzt 7.30 Uhr. Ich werde das Ganze mal zusammenpacken und weiterfahren. Aber ich glaube, meine Gurke ist eingefroren.
Ja, ja. Na, wunderschönes Schanzwerk. So, jetzt habe ich hier die Autobahn erreicht. Das heißt, den nördlichsten Punkt des Jurasteigs. Ja, es ist schon wirklich schwierig, nur zu reden. Mein Gesicht ist total eingefroren. Die Hände kann ich kaum bewegen. Ich habe mir jetzt mein Vlies angezogen, was mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Denn der Vlies ist essentiell, um mich über die Nacht zu bringen. Wenn ich den nass mache, habe ich wirklich ein Problem. Da ist jemand hier mitten im Wald. Eine Hängebrücke. Entschuldigung, ich bin etwas eingefroren. Gebaut. Ja, den Pulli anzuziehen hat zwei gebracht. Mir ist wieder warm. Ich kann weiter. Bin jetzt bei Kilometer 110. Ja, hier haben wir die feuchten Wiesen vor Deining. Wunderschöne Landschaft. Ja, das ist der Spot, den ich bei meiner ersten Tour im Sommer am ersten Tag erreicht habe. Es war mir wirklich sehr wichtig, das heute zu erreichen. Aber ich komme weiter. Ja. Guten Morgen. Es ist der vierte Tag. Und es ist 7 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden. Die Sonne wird hier im Moment aufgehen. Okay, es ist ungefähr eine halbe Stunde später. Es ist alles zusammengepackt. Ja, hier sehen wir ein paar große Felsen im Alpenmetall. Das geht hier bestimmt 50, 60 Meter runter. Ehrlich gesagt ist der Nebel so dicht, dass es sich anhört, als würde es regnen. Aber es regnet nicht. Ja, das ist hier wieder einer dieser Jurasteigmomente. Du kannst schon sehen, da vorne in 500 Metern geht's weiter. Aber nein, du musst hier hoch. 200 Meter und dann einfach wieder runter zu gehen. Das ist toll. So, hier oben angekommen auf dem Rosskopf. War wirklich eine der höchsten Erhebungen hier. Und genauso steil wie es hochgeht, geht es auch wieder runter. Ah, faszinierende Steine hier. Riesengroß. Das ist dann doch tiefer, als ich gedacht habe. Ja, hier bin ich jetzt auf dem Klammweg von Riedenburg. War auch einer der Highlights des Jurasteigs. Leider hat es für mich jetzt zur Bedeutung gehabt, dass ich nicht zum Einkaufen gekommen bin. Ah ja, schwieriger Steig. Dass ich nicht lache, dann fahre ich einhändig. Ha!
So, ich würde mal behaupten, die Klamm ist erklommen. Jeeha! Wieder einer dieser hohen Punkte hier. Der Downer geht jetzt noch in dieses Dorf darunter. Aber ich werde jetzt erstmal etwas essen. Am wunderschönen Maifelsen. Wow. Auch ein sehr schöner Downhill, der jetzt hier gleich runter geht. Wieder der gewohnte Blick ins Altmühltal. Ah, ich hoffe, so komme ich mal weiter. Ja, es ist hier der Keltenwall. Er fährt sich wirklich erstaunlich gut. Extrem anstrengend. Und extrem schwierig bei diesen nassen Bedingungen. Weil überall Wurzeln am Lauf sind. Ja, hier sieht man jetzt die Aussicht auf den Donaudurchbruch. Ja, die Sache ist jetzt, wir haben noch weniger als eine Stunde Licht. Und ich habe noch 5 Kilometer nach Kelheim und muss auch noch mein Lager aufbauen. Das heißt, es wird heute wohl auf jeden Fall dunkel werden. Was mich echt etwas verwundert, denn ich dachte, von Dietfurt nach Kelheim sollte ich leicht kommen. Aber gut, wie die Sachen immer so kommen, dauert es dann immer ein bisschen länger. Ich halte mich ran. So, guten Morgen. Das ist der 5. Tag. Es ist kurz nach 7. Ich bin gerade aufgestanden. Habe gestern Abend noch mit letztem Licht hier den Spot in Kelheim erreicht. Ja, es ist eigentlich alles gut. Es schaut nach einem schönen Tag aus. Und ja, ich hoffe, ich komme heute nach Regensburg. Ein schöner Morgen zu Beginn. Einfach schön. Das Polkamm und da hinten geht es dann über den Bad Abach. Ja, da merkt man einfach, man ist wieder in Regensburg. So, jetzt bin ich hier auf Nixlein und ich muss sagen, es ist gut ein Schuss. Der erste Teil konnte ich alles clearen. Aber jetzt ist natürlich die Frage hier. Das Herzstück von Next Trail. Hier dieses Gap. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Aber es sollte machbar sein. So, hier bin ich jetzt am Steinbruch von Oberndorf. Schon sozusagen mein Homespot. Und es hat leicht angefangen zu schneien. Oder eher gesagt Schneeregen. Ah, und hier geht es nochmal ein sehr schöner Trail runter, den der Jonas-Steig leider auslässt. Aber man sollte ihn sich wirklich nicht entgehen lassen. Ja, da hinten sieht man jetzt die gleiche Autobahn, die ich oben im Norden unterquert habe. So, und ich würde sagen, spätestens mit dem Durchqueren dieser Brücke ist die Sache jetzt echt einfach mal im Kasten. Ich hab's geschafft, die Runde zu vollenden.